So, weiter geht's mit unserer Alemannia und ich habe gleich mal richtig gute Nachrichten für uns, denn die Borussia aus Dortmund hat bei der anderen Borussia mit 1:0 verloren. Also die Gladbacher, die wir vorher noch mit 4:0 relativ souverän weggespielt haben, daheim allerdings natürlich, haben dann Borussia Dortmund 2 geschlagen, bedeutet für uns wieder 4 Punkte Vorsprung bei natürlich auch einem Spiel mehr vor Münster und Borussia Dortmund. Münster hat dieselbe Anzahl an Spiele, also Dortmund wird da vielleicht nochmal rankommen. Im Mittelrhein-Pokal sind wir am 3. Februar erst wieder gefordert. Dort im Viertelfinale beim Bonner SC, dem momentan 18. der Regionalliga West. Das sollte eigentlich auch machbar sein für uns. Wir sind nach wie vor enorm stark mit dabei. Mit den Transfers, wie gesagt, blicke ich noch nicht so hundertprozentig durch. Da sind wir jetzt dauernd immer wieder in die Verhandlungen mit reingegangen. Ich habe jetzt gesagt, 0 Euro ist mein letztes Angebot. Das wird der FC Schalke 04 mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ablehnen. Da gibt es noch ein paar Ratschläge. Da schauen wir mal. Hier wird jetzt auch wieder gesagt, nee, das ist unser Angebot. Vor allem, die gehen auch gar nicht runter. Ich sage jetzt 0 und sage, da wird nicht mehr drüber verhandelt. Machen das Angebot nochmal und sagen, Ende der Saison, Leute, da ist er ablösefrei. Countdown zur Wahl beim TSV Alemannia Aachen. Steht natürlich auch an Siegfried Iwanow, der versucht, den amtierenden Vorstandsvorsitzenden Sebastian Altenhoff abzulösen, sagt, er beabsichtige, den Verein auf seinem Weg weiterzuführen und werde keine großartigen Wahlversprechen abgeben, um sich zusätzliche Stimmen zu sichern. Ist doch schon mal ganz nett. Wir sind ganz, ganz klarer Favorit, natürlich gegen den Wuppertaler SV. Wir holen uns noch ein paar Ratschläge mit ein. Da wird jetzt wieder gesagt, dass Gaetan Krebs den zentralen Spielmacher geben soll, würde ich allerdings eher nicht so umsetzen. Heinze Verhackenberg kann ich mir nur vorstellen, dass Hackenberg jetzt ziemlich platt ist. Und Rack soll für Müller spielen, der aber eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. So, Damani sieht auch ziemlich müde aus. Dann haben wir Marco Müller, der mal ein Päuschen bräuchte. Das wäre wahrscheinlich wirklich eine ganz gute Wahl. Beziehungsweise, sind immer noch 8 Tage für Leon Gedecke. Nee, da muss Müller jetzt nochmal durch. Steven Rack werden wir dann eh am Ende der Saison wahrscheinlich abgeben. Wir müssen natürlich dann auch die Vertragsverhandlungen endlich mal angehen mit unseren eigenen Spielern. Mal schauen, ob die dann ab dem 1. Januar auch eher mal mit uns sprechen möchten. Jetzt schauen wir mal, was denn unser Co-Trainer so sagt mit einer kontrollierten Ausrichtung. Vorhin hat er noch gesagt, wir sollen offensiv reingehen. So, das wissen wir auch. Enger verteidigen. Ich glaube, dass eine engere Verteidigung uns dabei helfen würde, das Verhältnis Schüsse zu Ballkontakten des Gegners in unserem Strafraum zu reduzieren. Das können wir gerne machen. Aggressiver in die Zweikämpfe zu gehen, um so die physisch schwächeren Gegenspieler einzuschüchtern, können wir auch gerne machen. Und Flanken früh schlagen ist vielleicht nicht ganz verkehrt, weil die spielen mit einem 4-3-2-1-System oder 4-3-1-2-System besser gesagt. Wenn man das nochmal ganz kurz im Posteingang uns anschauen beim Scouting. Wo haben wir die Gegneranalyse? Da haben wir den Scout-Bericht über den Wuppertaler SV. Also 4-3-1-2. Allerdings muss man sagen, Marco Königs, 16 Einsätze, 12 Tore. Schon enorm stark. 8 Tore in der Regionalliga West. Vor allem für so eine Mannschaft wie den Wuppertaler SV ist das natürlich Gold wert. Deswegen würde ich schon sagen, dass wir da vielleicht auch nochmal. Vielleicht Hackenberg. Na, Hackenberg war ja auch müde, oder? Nee, Hackenberg und Fiedler sind eigentlich fit. Interesse vom VfL Osnabrück. Eieieiei, da sind wir natürlich nicht dabei. Den wollen wir auf keinen Fall loswerden. Das besteht also Interesse an unseren Spielern. Natürlich ist er unser wichtigster Spieler in der Innenverteidigung. Ihn werden wir auf keinen Fall abgeben, egal was passiert. Da wollen wir auf jeden Fall auch den Vertrag verlängern, auch wenn er ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ich würde gar nicht viel verändern an unserer ersten Elf. Das funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Die Spieler sind fit. Wir müssen nicht viel wechseln. Das war jetzt mal wieder eine der wenigen englischen Wochen. Wir sind am 19. Dezember angekommen. Das nächste Spiel am 20. Und dann haben wir sowieso erstmal eine Pause. Die Spieler können da jetzt nochmal alles reinwerfen, was auch nur ansatzweise irgendwie geht. Im Umschaltspiel, wir werden gegenpressen, wir werden Konter fahren, wir werden allerdings auch sehr schön und hoch stehen und gleich Druck machen auf den Gegner, sodass die gar nicht mehr durchkommen. Jetzt hatte ich leider schon wieder vergessen, wo ich denn einstellen konnte, dass dort ein Spieler eng gedeckt wird. Wo war das nochmal? Kann ich das hier irgendwo einstellen? Derzeit bei Taktik eingestellt. Nee, das passt schon. Er ist der ballspielende Innenverteidiger. Gegner im Ballbesitz. Enger decken auf jeden Fall. Aggressiv sein. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlecht, wenn wir da nicht mit Manndeckung spielen. Intensität ist jetzt natürlich enorm hoch.
Das müssten wir dann relativ schnell wieder runterfahren. Also wenn wir 1 zu 0 führen, müssen natürlich auch relativ schnell 1-0 führen. Und wir sehen schon die Ergebnisse und Borussia Dortmund 2 hat schon wieder nur unentschieden gespielt. Das ist enorm geil. Jetzt sind wir also wieder 3 Punkte vor der Borussia, die jetzt ein bisschen schwächelt gegen Köln 2. Wissen wir, Köln und Gladbach sind sicherlich zwei richtig formstarke Mannschaften. Wir haben beide weggespielt. Das ist super. Ansonsten Münster scheint verloren zu haben. Wo haben wir Münster, Münster, Münster? 1 zu 2 daheim gegen den Bonner SC. Zweite Minute in Führung gegangen und dann 85., 87. der Doppelschlag vom Bonner SC, die sich da also ja so ein bisschen gesund stoßen. Jetzt sind es nur noch 2 Punkte auf den Nicht-Abstiegsplatz, den momentan Schalke 04 belegt. Hätte auch nicht gedacht, dass ich den Satz mal sage. Lippstadt schlägt die Borussia aus München-Gladbach mit 1 zu 0. Also für uns läuft das gerade richtig gut. Dortmund mit Unentschieden, Münster verliert, Fortuna Köln ist jetzt auf die 4 vorgesprungen. Nach einem 4 zu 1 gegen den SV Strehlen. Die sind allerdings dann auch schon 8 Punkte hinter uns. Münster jetzt mit einem Spiel mehr, 4 Punkte hinter uns. Das läuft enorm gut. Und Rot-Weiß Essen kommt auch langsam nach oben. 5. Platz jetzt mit 9 Punkten Rückstand. Die können natürlich in der Rückrunde nochmal eine ordentliche Serie hinlegen. Die aktuell ja eigentlich stärkste Mannschaft der Regionalliga West. Aber jetzt natürlich für uns die Möglichkeit, daheim gegen den Wuppertaler SV uns zum Ende nochmal richtig abzusetzen. Schalke 04 münzt Überlegenheit in Sieg gegen Eintracht Frankfurt um. So muss das sein. Torschützen, wer hat's gemocht? In der 41. Minute brachte Rabbi Matondo mit einem geschickt ausgeführten Abschluss aus kurzer Distanz die Führung. Und dann Ahmed Kutucu mit dem 2 zu 0. Ozan Kabak, bester Spieler. Läuft bei Schalke. Mann, Mann, Mann. Gerade gegen die Eintracht, die gerade so formstark ist und ja auch Bayer Leverkusen weggehauen hat. Wie gesagt, wenn die Folge jetzt kommt, dann wird es wahrscheinlich schon ganz, ganz andere Ergebnisse geben. Aber das ist jetzt quasi mein aktueller Stand. Hier mache ich mir jetzt erstmal keine Gedanken drum. Da würde ich dann ab dem 1. Januar wieder drauf schauen, weil mir das mit den Transfersummen, wie gesagt, nicht so hundertprozentig einleuchtet. Münster-Serie von 6 Heimspielen ohne Niederlage endet. Das freut uns persönlich auch sehr. So, wir schauen uns nochmal die Anweisungen an. Jo, das wissen wir schon, das sagst du schon seit Wochen. Das Spiel enger machen, das können wir gerne machen. Weiter aufrücken. Ja, schießen bei freier Bahn auf jeden Fall auch, weil die stehen natürlich sehr, sehr defensiv drin. Florian Rüter und so weiter, Robin Garnier ist klar, Alexander Heinze ist alles klar. Trotzdem spielen wir mit unserer ersten Elf. Wir gehen da sehr offensiv rein, versuchen früh das Tor zu machen und werden uns dann allerdings auch ein bisschen zurückziehen und das Ganze etwas kontrollierter machen. So wurde abgelehnt. Ja, logisch. Macht ja auch keinen Sinn. Dann gehen wir da jetzt mal auf Angebot abbrechen. Ist mir jetzt persönlich auch zu blöd. Update zum Thema Eigengewächse ist mir persönlich auch ziemlich wurscht. Unsere Taktik steht. Sollen eigentlich eher ausgewogen spielen. Nee, linke Seite fokussieren. Wir sollten ihre rechte Seite ins Visier nehmen, da sie sich dort als am schwächsten erwiesen haben. Machen wir gerne. Dafür ist es ja auch gut, dass wir das haben. Sie sollten unbedingt auch vor dem nächsten Spiel vorsichtig in die Zweikämpfe zu gehen, da er bei einem weiteren gelben Karte gesperrt wäre. Nee, das machen wir auf keinen Fall. Dann ist er halt gesperrt. Wir können jetzt nicht den Rest der Saison etwas vorsichtiger reingehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, wir gehen offensiv rein. Wir überstimmen unseren Co-Trainer mal wieder in einigen Punkten. 4 Spieler sind da noch gemischter Gefühle. Der Rest ist mit allem sehr, sehr gut vertraut. Wir haben keine individuellen Anweisungen gemacht. Wir gehen mit demselben Kader rein mit derselben Startelf wie unter der Woche schon gegen Köln. Allerdings war das am Dienstag und wir spielen jetzt am Sonntag. Also da müsste eigentlich auch genug Zeit gewesen sein für die Spieler, sich wieder zu regenerieren. Das ist unsere erste Elf. Alexander Vogt, der Trainer des Wuppertaler SV. Ja, das sollten wir leicht und locker. Nee, das sagen wir mal. Kai-David Bösing ist dadurch ein klein wenig motiviert. Ich mag auch unsere neue Doppelsechs, unsere spielstarke Doppelsechs, unsere aktuelle Form. Ein Unentschieden haben wir mal mitten reingebaut. Das war ein bisschen unglücklich. Aber ansonsten läuft es enorm gut. Dann der Wuppertaler SV Königs, wie gesagt, das ist der Spieler, auf den wir achten müssen. Den hätte ich ganz gerne vielleicht auch in die Manndeckung genommen. Aber ich glaube, dass wir das offensiv eigentlich so stark gestalten müssten, dass er kaum zu Chancen kommt. Caratala Jimenez hat keinen Bock, geht einfach mal rechts weg. Jetzt läuft natürlich noch die Champions League-Hymne und dann gehen wir rein und schauen uns das in den erweiterten Highlights mal zum Start an. Gleich mal der lange Ball auf Königs. Und Fiedler mit einem fairen Tackling. Alter Schwede, aber das ist genau das Spiel vom Wuppertaler SV. Und das könnte eben dann auch schwierig werden.
wenn die dort mit durchkommen. Jetzt gab es mal den ersten Schuss aufs Tor. Was macht unser Herzpendel? Geht eigentlich noch. Wuppertal SV macht das aber nicht schlecht. Erwig Druppel mit der Flanke auf Königs. Mann, 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 war auch noch abseits, glaube ich. Ja, war auch abseits. Aber die machen das nicht schlecht. Die Anfangsviertelstunde Wuppertal gut überstanden, ohne dass wir da uns ganz große Chancen rausspielen konnten. Also sieht nicht so gut aus. Und unsere Spieler haben jetzt schon das Herzpendel ein bisschen. Also der große Aufwand, den wir hier betreiben, das funktioniert erstmal nicht so gut. Es passiert überhaupt nichts. Dann gehen wir doch jetzt mal in die umfassenden Highlights rein, weil das ist ja mega langweilig. So, wenn dann gar nichts passiert. Nur hier den Ticker durchlaufen lassen, macht auch keinen Sinn. Ist das die Konterchance für Wuppertal? Ne, den holt sich Fiedler. So, Batterillo spielt den schön zu Bösing in die Mitte. Auf der linken Seite ist alles frei. Caratala Jiménez dahinter läuft jetzt auch noch. Wallenborn, mal schauen, bringt er die Flanke rein? Hätte er früher flanken müssen, jetzt wartet er zu lang. Legt nochmal zurück auf Bösing. Nein, nicht den Doppelpass, du Räumel. Jetzt schießt schon. Alter, Leute. Nicht euer Ernst. Wie kann man eine Situation so sinnfrei verballern? Jetzt der lange Ball. Bösen verlängert den, aber Otto wehrt den ab und dann war Bösen auch im Abseits, also zu langsam zurückgelaufen. Schauen wir uns zum Ende der ersten Halbzeit das Ganze nochmal ein bisschen umfassender an, weil so macht das, wie gesagt, sonst keinen Spaß. Bösing wieder zu Wallenborn. Der bringt den rein zu Bösen. Schade. Schwierige Position allerdings auch für Vincent Bösen. So, 36. Minute. Der Ball kommt rein. Fiedler ist da an die Latte. Und dann springt er nochmal oben drauf. Mann, Mann, Mann. Dicke Chance für die Alemannia. So, Druck wird größer. 10:1 Torschüsse. Einzige ist wieder die Chancenverwertung, die nicht so passt. Batterillo vielleicht nochmal den Seitenwechsel. Geht da in die Mitte. Wallenborn außen frei. Haut den in die Mitte. Das war ziemlich sinnfrei von Wallenborn. Das wäre dann das Tor des Jahrtausends gewesen. So, Damani, Freistoßsituation. Bringt den rein. Wird weggefaustet. Und jetzt die Kontermöglichkeit für Wuppertal. Königs ist schnell. Verdammt guter Spieler. Aber auch gut im Dribbeln. Zeigt er jetzt hier gerade nicht. Stipe Batterillo zeigt, dass er das gut kann. Und das war jetzt so ein richtig schönes Revanche-Foul. Einfach nur, weil wir den Konter unterbunden hatten. Und dann geht es mit einem 0:0 in die Halbzeit. Damit sind wir gar nicht zufrieden. Natürlich, Expected Goals und so weiter ist höher. 11:1 Torschüsse, 0,71 bei den Expected Goals. Zeigt allerdings auch, dass die Chancen nicht ganz so groß waren. Die anderen Spielstände gibt es jetzt aktuell keine. Gehen wir mal ab in die Kabine. Ich bin unzufrieden, macht weiter so, das können wir immer noch gewinnen. Marco Müller ist nervös. Joshua Moros ist ebenfalls nervös. Wir machen das gar nicht schlecht. Wir müssen da weiter kämpfen. Gehen weiter auch offensiv rein. Die Intensität ist natürlich enorm hoch. Die Spieler können jetzt nochmal ein klein bisschen regenerieren. Flanken früh schlagen. Vielleicht sollten wir das eher mal auf geduldig spielen. Obwohl, eigentlich hat es ja ganz gut gepasst. Wir machen mal beides. Wir fokussieren die linke Seite, weil das die Schwachstelle ist. Umschaltspiel, Konter, Gegenpressing, Gegner im Ballbesitz. Wir bleiben hoch stehen. Wir lassen das so. Da gibt es jetzt erstmal keine Veränderung. Einziger Fehler war eigentlich, dass wir den Ball nicht reingebracht haben. Kevin Rodriguez Pires ist raus. Robin Pires. Gab es nicht mal bei Arsenal einen Pires? Hieß der auch nicht auch Robin? Ich bin verwirrt. So, Caratala Jiménez zu Damani. Der den Ball erstmal nicht nach vorne bringt. Batterillo. Schönes Kombinationsspiel. Jetzt nochmal Vincent Bösen, der einfach mal draufhaut und knapp vorbei. Ganz, ganz knapp vorbei. Schön aus der Drehung. Feuern mal an. Boah, das war schwach. Das sieht irgendwie, ich habe irgendwie ein böses Gefühl, dass Königs dann vorne doch irgendwann mal durch ist. Mit so einem langen Ball. Hackenberg holt den zum Glück, aber unsere Innenverteidiger müssen wir auf jeden Fall mal wechseln später. Damit dort eben nicht doch nochmal einer durchbricht. So, Batterillo jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, über die Außen nochmal den Kollegen mitzunehmen. So, Aydoğan mit der Flanke. Bösen!
Mann. Ärgerlich. Also Überlegenheit ist deutlich vorhanden. Das war ein falscher Einwurf. Man auch deutlich gesehen. So, Aydoğan wieder mit Platz. Kann er was draus machen? Zieht da die Linie lang, holt den Freistoß. Nee, gibt Vorteil. Ja, toller Vorteil. Dankeschön dafür. Damani verliert den Ball gegen Tolga Kokosan. Auch nicht schlecht. Sehr schöner Name. Den Namen spreche ich nicht aus. Da bräuchte ich sonst Sportfan Rob, der mir da hilft. So, Bösing macht den Ball wieder fest. Unten Caratala Jimenez mitgelaufen. Hätte da jetzt ein bisschen Luft. Bösen müsste sich in der Mitte freilaufen. Erst nochmal hintenrum gespielt. Keine Ahnung, wo der Ball hingeht. Aber Wallenborn ist zum Glück mit dabei. Die Flanke kommt rein. Aydoğan mit dem Kopf. Aber viel zu zentral bei Šipančević. So, 53. Minute. Standardsituation für Wuppertal. Und da ist das 1:0. Für den Wuppertaler SV. Ich habe es geahnt. Irgendwann kommen die mit einem Standard mal durch. Und dann kassieren wir das leider. Ganz, ganz bitter. Völlig unnötig. So, Torwartfehler natürlich auch noch von Joshua Mross, der da am Ball vorbeispringt. Dann gucken wir mal ganz kurz das Päuschen. Hauen mal die sehr offensive Ausrichtung rein. Und hauen die Mannschaft mal ein bisschen in die Pfanne. Schade. Mensch. Lag aber irgendwie in der Luft. Auch gefühlt. Ich habe ja schon gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, das geht nicht so gut aus. Aydoğan mit der Flanke. Müller klärt den dann jetzt und Königs, nee, kommt nicht zum Ball. Das wäre eine herbe Enttäuschung. Caratala Jimenez, den bekommt er allerdings nicht. Puh. Müssen wir vielleicht nochmal eine zweite Spitze bringen. So, Bösen stand nicht im Abseits anscheinend. Ein langer Ball. Aydoğan holt ihn wieder. Bringt die Flanke rein. Teuter ist wieder da, faustet den. Caratala Jimenez etwas unmotiviert, wird da drauf gebolzt und dann wird der Ball ins Ausgehauen. So, wir schauen mal, was können wir denn hier noch machen? Können da vielleicht Bösen und Damani vorne mal reinbringen. Und Batterillo geht einfach etwas offensiver. Dann haben wir Bösing hier vorne alleine mit dabei. Ist natürlich nicht ganz optimal, aber wir bestätigen das mal. Schauen mal, was wir da vielleicht jetzt offensiv noch draus machen können. Die Außenposition werden wir jetzt eh gleich nochmal wechseln. Wuppertal macht das sehr, sehr gut. Wird jetzt gekontert. Boah, Caratala Jimenez, nicht dein Ernst. Lässt er einfach laufen. Dann so ein Tackling und dann der Abschluss. Das geht gar nicht. Wir wechseln jetzt mal, beziehungsweise wir schauen uns das erstmal an. Passiert da was draus? Nee, passiert nichts draus. Dann schauen wir mal. Aydoğan, ziehen wir mal rüber und bringen mal Florian Rüther, der auch sehr motiviert ist. Dann schauen wir mal, was da vielleicht noch geht. Jetzt 60 Minuten gespielt, Hackenberg, Heinze soll da rein. Bringen wir auch mal, vielleicht hinten nicht ganz verkehrt, wenn wir dort auch nochmal frisches Blut reinbringen. 64. Minute, 0:1, haben wir uns so gefreut, dass die Konkurrenz gepatzt hat. Der Wuppertaler SV macht das hier sehr, sehr gut. Königs, der da allerdings wenig draus machen kann, natürlich jetzt auch vorne mehr oder weniger auf sich alleine gestellt ist. Hackenberg, Wallenborn, da jetzt ein bisschen mehr Tempo, Leute. Aydoğan jetzt über die Seite, bringt den Ball rein, boah, den wehrt er noch ab. Starkes Ding. Natürlich kein verdienter Sieg, um Gottes Willen, von Wuppertal. So, Rüther legt den nochmal raus zu Müller. Der bringt die Flanke rein. Bösen stand da bestimmt im Abseits. So, Bösing holt sich den Ball. Reinborn bringt er da die Flanke, haut da selber drauf. Da ist er ganz frei. Das ist doch nicht wahr. Damani holt den nochmal, legt den nochmal zurück. Jetzt mach ihn rein. Junge, Junge, Junge. Was denn hier los? Es müsste schon längst 1:1 stehen. So, Weinborn macht den wieder fix vorne und bringt den rein. Wieder nix. Weinborn holt den nochmal. Legt ihn wieder vorne rein und er wird wieder geklärt. Alter Schwede, was ein Sturmlauf. So, Vincent Bösen relativ weit hinten, behält den Ball allerdings. Damani vorne ja auch mit dabei. Alter Schwede, Vincent Bösen macht das einfach mal alleine.
Schauen wir mal, Bösing holt sich den Ball zu Rüter. Der spielt raus zu Müller, der ist da mehr oder weniger frei durch, bringt die Flanke rein, allerdings keine gute Flanke. Bösing holt sich den Abpraller. Das wäre so bitter, wenn wir hier das nicht irgendwie noch zumindest zu einem Punkt bringen würden. Schön gedoppelt, trotzdem setzt er sich durch. Da ist der Ball, Damani und Bösing und yes! 1-1, hochverdientes Ding, Leute. Wir spielen weiter offensiv, wir bleiben dran, wir wollen dieses verdammte Spiel gewinnen. Wir müssen jetzt aber gleich auch nochmal schauen, dass wir offensiv wechseln. Den könnten wir dann noch über links bringen, das wird schwierig werden, da haben wir halt keine offensive Option. Aber Damani ganz stark, wie er den nochmal rüberlegt. Gehen ganz kurz mal auf Pause und schauen uns das an. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Robin Garnier natürlich können wir nicht über links bringen und Rüter glaube ich auch nicht über links unbedingt so stark. Nee, auch nur Rechtsfuß. Wir könnten Vincent Bösen oder Damani natürlich nach links rüberziehen und einfach Arifi nochmal bringen. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber Damani und Bösen da vorne drin, das läuft eigentlich schon ziemlich gut. Aidoğan muss da jetzt einfach erst nochmal durch. Ganz einfache Nummer. Da muss er durch. So, jetzt bin ich gespannt, ob Wuppertal doch nochmal wieder ein bisschen offensiver spielt. Die letzten Minuten waren schon sehr brutal unter Druck. So, Stuttrucka verliert den Ball an Aidoğan. Gibt allerdings Einwurf für den Wuppertaler SV. Und dann gehen wir hier in eine spannende Schlussphase rein. Saric mit dem Einwurf. Meier holt sich den. Wuppertal rückt wieder weiter auf. So, da gar kein Druck auf den Spielführenden. Auf den ballführenden Spieler, besser gesagt. Da der lange Ball, der etwas zu lang gerät. Aber den holt er noch und bringt den sogar rein. Königs mit dem Kopf. Ganz, ganz stark. Also Wuppertal macht hier wirklich ein gutes Spiel. Sieht man jetzt in den Statistiken nicht so sehr. So, wäre schön, wenn es weiterginge. So, Standardsituation. Batarillo bringt den rein. Heinze ist da. War aber wohl im Abseits. Okay. Schön, dass der Alemanne dann auch gleich den Ball holt. So muss das. So, da vorne müsste Damani sein. Macht den Ball gleich mal fest. Müller treibt den schön nach vorne. Mal schauen. Wird allerdings weggegrätscht. Batarillo könnte jetzt draufhauen. Und yes! Torwartfehler. Und was für einer. Jawohl. 2-1. Wir drehen das Spiel. Wir können jetzt wechseln. Wir können das Ganze ein bisschen vorsichtiger natürlich angehen. Super Ding. Batarillo haut einfach mal drauf und der Torhüter ganz, ganz unglücklich. Sieht natürlich da nicht gut aus. Bedeutet für uns allerdings, dass wir jetzt ein bisschen defensiver wechseln können. Mal schauen, wer ist denn richtig platt? Vincent Bösen ist auf jeden Fall besser drauf als Damani. Dann bringen wir mal Gaetan Krebs für Damani. Boah, jetzt geht meine Stimme gerade weg. Boah, jetzt habe ich mich so gefreut und so viel gelabert. So, dann gehen wir mal in die Grundformation zurück. Genau, Bösen bleibt vorne der zentrale Stürmer. Ganz genau, so sieht es aus. Jetzt haben wir schon dreimal gewechselt. Wer ist denn sonst richtig müde? Nick Galle haben wir, glaube ich, nicht mit dabei. Bösing ist auch schon ziemlich durch. Da können wir gleich nochmal das den Zahn bringen. Dann schauen wir mal, dass wir allerdings dann jetzt... Gut, Defensivlinie haben wir höher. Im Umschaltspiel vielleicht nochmal ganz kurz eher neu formieren. Kein Gegenpressing mehr machen. Nach Ballgewinn soll auf jeden Fall gekontert werden. Wir bleiben auch in unserer normalen Formation. Ansonsten können wir Muja Arifi noch bringen oder eben das den Zahn. Das wären jetzt noch die Möglichkeiten. Ansonsten müsste das jetzt erstmal passen. Also 2-1, wir haben es gedreht. Gegen wirklich gut konternde Wuppertaler. Da kann man nichts sagen, aber die müssen jetzt natürlich auch erstmal schauen, dass sie da im Offensivspiel wieder reinfinden, wenn man natürlich so glücklich 1-0 in Führung geht. Da muss man erstmal das komplette Spiel wieder über den Haufen werfen. Aber wie gesagt, mir gefällt der Wuppertaler SV, um ehrlich zu sein. Da kommen sie auch jetzt über die Außen. Ich drücke nochmal ganz kurz Päuschen. Wie schaut's aus? Bösing ist völlig platt. Bringen wir jetzt mal das den Zahn mit rein. Und schauen mal, da kommt der lange Ball nach vorne. Königs ist da. Den müssen wir stoppen. Sehr gut. Fiedler haut den einfach raus. Löst die Situation. Bösing natürlich jetzt vorne wieder alleine auf weiter Flur. Und jetzt, ja, wird's schwierig werden. Unsere Spieler sind müde.
Der nächste lange Ball auf Königs, der sich den Ball holt. Heinz, wieder Ecke, wieder von links. Von rechts besser gesagt, aus Wuppertaler Sicht. So, Dustin Zahn kommt rein. Da wird der Ball geklärt von Deitan Krebs, einer unserer kleinsten Spieler. Das wird jetzt noch eine richtige Abwehrschlacht. Der ist allerdings zu lang. Lass ihn ins Ausgehen, Junge. Alter Weinborn. Junge, was soll denn der Scheiß? Einfach nur ins Ausgehen lassen, wäre sehr viel einfacher gewesen. Jetzt gibt es einen Wurf. Und jetzt wahrscheinlich eine gute Flanke. Boah, springt unterm Ball durch. Weinborn ist schon ziemlich durch. Ganz kurz mal schauen, haben wir noch eine Möglichkeit für links zu wechseln? Wir haben jetzt schon viermal gewechselt. Kontermöglichkeit, Bösen. War der im Abseits? Werden wir gleich sehen. Bösen. Boah, der hätte sogar gegolten. Also keine Abseitsposition. Langer Ball. Henze macht den fest. Wir gehen jetzt doch mal auf dynamisches Kontern. Dann lassen wir mal. Was passiert hier gerade? Weit am Tor vorbei. Oh, schade, wollte ich gerade umsetzen. Puh. Also Batterillo dreht sich da schön um die eigene Achse, macht ein gutes Spiel. Der Kroate. Jetzt Müller mit der Flanke. Da Aydoğan holt er sich den sehr schön. Bisschen noch auf Zeit spielen. Bringt den wieder rein und Rüter mit dem Kopf. Schade, das wäre natürlich die Entscheidung gewesen. Vorne können wir nicht mehr wechseln. So, nochmal anfeuern. So, schön geholt. Aydoğan kretscht den weg. Müller hat den allerdings wieder. Flanke kommt rein. Batterillo, komm, hol ihn dir. Ne, gibt aber einen Wurf für die Alemannia. 5 Minuten Nachspielzeit. Alter Schwede, die Fans jubeln nochmal. 91. Minute. Weinborn wirft den zu Aydoğan, der den Ball hoffentlich nicht verliert. Batterillo mit dem schönen Seitenwechsel. So schaut's aus. Rüter setzt sich da durch. Mal schauen, was kann er machen. Wäre gut, wenn Müller mitläuft. Finde ich auch schon ziemlich platt. Müller versucht, den Ball reinzuhauen. Bringt alles Zeit. Bringt alles Zeit. Wir gehen ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Aber nehmen wir natürlich trotzdem gerne mit. So, auf geht's, Leute. Weiter Einwurf auf Vincent Bösen, der den per Kopf nochmal versucht rauszulegen. Hoffen mal, da steht keiner. Sehr gut. Wuppertal, die werden wir mal beobachten in den nächsten Wochen. So, Weinborn, egal. Bringt alles Zeit. Bringt alles Zeit. Die Fans klatschen auch und jubeln uns zu. Weinborn kann auch eigentlich nicht mehr. Wirft den Ball da jetzt weit rein und da steht überhaupt keiner. Also das hat schon echt Auswirkungen auf die Spieler. Königs gegen Heinze, schönes Foul, gut gemacht. Die Seite wäre sonst frei gewesen, da gibt es bestimmt noch eine gelbe Karte für Heinze, aber wie gesagt, das war ein gutes Foul. Jetzt wird es nochmal gefährlich. Wuppertal, Königs. Hat allerdings auch unser Torhüter einfach gar nicht reagiert. So, wie gesagt, unsere Mannschaft ist dermaßen platt. Da geht kaum noch was. Weinborn wird den Ball jetzt einfach nur hoch nach vorne dreschen. Aber Batterillo macht den fest. Da wäre jetzt der Pass möglich gewesen. Oguzhan Aydoğan bringt den rein. Allerdings viel zu früh. Da wäre jetzt die Eckfahne, glaube ich, besser gewesen. Hätten jetzt taktisch auch noch einiges ändern müssen eigentlich. So, komm schon. Heinze, weg damit. Kommt aber direkt wieder. Letzte Minute ist angebrochen. Wieder über die Außen. Tolga Kokosan bringt die Flanke, wird geklärt. Geißler, der den Ball wieder reinbringt. Die Seite ist völlig frei. Königs ist da und da ist der Ausgang. Hat sich irgendwie angedeutet, weil wir einfach auch die Taktik nicht mehr geändert haben. Wir hätten noch defensiver stehen müssen und so weiter. Hätte ich alles viel früher machen müssen. Scheiße nochmal. Ich dachte, zu defensiv wäre auch nicht gut, aber jetzt sind wir doch nochmal richtig unter Druck geraten. Und dann natürlich schön gespielt. Die Seite war völlig frei. Königs legt den nochmal ab, ähnlich wie unser Tor. Scheiße. Jetzt nochmal alles nach vorne. Alles nach vorne. 95. Minute. Und dann wird das wahrscheinlich leider ein Unentschieden werden. Aydoğan, Weinborn, der eigentlich nicht mehr kann.
jetzt hier nochmal einen Sprint hinlegt, dann allerdings auch gut getimtes Tackling. Letzter Einwurf jetzt. Dann ist das Spiel wahrscheinlich auch rum. Da komm, wirf den Ball nochmal kurz. Aydoğan, da wird geklärt. Königs. Heinze macht den allerdings fest. Wallenborn hat den nochmal. Vielleicht jetzt nochmal eine letzte Flanke. Nee, lässt sich wieder den Ball wegrätschen. Jetzt müsste der Schiedsrichter eigentlich auch langsam mal abpfeifen. Also enttäuschend dann doch hier zum Ende. Ja, der Hinrunde kann man kaum sagen. So, Aydoğan nochmal mit der Flanke. Der wird geklärt. Und dann müsste jetzt eigentlich der Abpfiff kommen des Schiedsrichters. Wir sind schon eine Minute drüber. 2:2 in der 95. Minute der Ausgleich. Hätten dann noch defensiver agieren sollen und dann vielleicht doch aufs dynamische Kontern. Müller mit einer 5,9, ganz, ganz schwaches Spiel. Wallenborn mit einer 7,3, der allerdings dann auch quasi gar nicht mehr konnte. Ganz, ganz bitter, 23:7 Torschüsse. Natürlich waren wir die bessere Mannschaft. Wuppertaler SV hat aber sehr, sehr gut und ja, zielsicher gekontert und haben das wirklich auch stark ausgespielt. Da hat man auch gesehen, die haben wirklich gute Offensivspieler vorne drin. Da wäre eigentlich auch mehr möglich. Ich weiß nicht, wie stark das Mittelfeld dann insgesamt ist. Also leider nur das 2:2 bedeutet für uns 4 Punkte vor Borussia Dortmund, die allerdings ein Spiel weniger haben nach 16 Spielen. 36 Punkte ist eigentlich auch völlig in Ordnung. Trotzdem hatten wir uns da natürlich jetzt deutlich mehr erwartet. Schwamm drüber, das war nicht euer Tag. Ich bin zufrieden mit dem, was ich heute gesehen habe. Es gab positive Aspekte, stimmt ja auch. Und vor allem sind wir jetzt auch einfach platt. Das war wirklich auch eine sehr intensive Hinrunde, die wir da hingelegt haben. Wie gesagt, die Hinrunde ist noch nicht vorbei, aber Wintermeister sind wir immerhin. Und es wird noch einige englische Wochen geben, auch in Zukunft. Aber unser Spielsystem ist natürlich sehr fordernd auch für die Mannschaft. Und für die Rückrunde wird es keine Verstärkung geben, das kann man auch schon mal direkt sagen. So, wir speichern mal die Spieldaten. Boah, schade. Dass wir da jetzt noch 2-1 kassiert haben, 2-2 kassiert haben, war natürlich mehr als unnötig. Trotzdem, wie gesagt, sind wir sehr zufrieden bislang. Bin stocksauer, schockierend, total schockierend. Danke, Annika. Das ist sehr, sehr schön, dass du schockiert bist. So, verpasst die Chance zum Sieg. Abschließende Pressekonferenz, die wird wahrscheinlich nicht so positiv für uns ausfallen. So, wir beginnen mal. Mal schauen, was gefragt wird. Joao, Oliveira, es gab eine Menge Gerede über die Nachspielzeit. Haben Sie erwartet, dass so lange nachgespielt wird? Ist irgendwer noch tatsächlich von einem weiteren Schiedsrichterfehler überrascht? Das ist langsam nicht mehr lustig. Ich denke, selbst die größten Fans vom Wuppertaler SV werden zugeben, dass sie uns heute Punkte gestohlen haben. Das sagt wohl alles zu diesem Thema. Es spielt keine Rolle, wie lange nachgespielt wird. Wir waren nicht gut genug in der Schlussphase des Spiels. Das stimmt allerdings. Wir waren wirklich einfach nicht gut genug. So, derzeit scheint Ihr Team in der Liga unbezwingbar zu sein, nachdem Sie Ihre Serie von ungeschlagenen Spielen nun auch noch weiter ausgebaut haben. Wie sehen Sie die Chancen, diesen Lauf aufrechtzuerhalten? Klar, das Selbstvertrauen ist groß und das Team spielt sehr gut. Wir sollten jetzt nicht anfangen zu träumen, aber wir rechnen uns gegen jeden Gegner Chancen aus. Man darf jetzt nicht erwarten, dass es noch lange so reibungslos läuft. Nee, das, ich glaube ja auch, dass wir eigentlich vorne mitspielen werden. Ja, wir können schon auch sehr, sehr positiv da reingehen. Könnte Überschätzung und Selbstgefälligkeit hier ein Thema werden? Aha, ich glaube nicht. Die Spieler sind wild entschlossen und wissen, dass sie das weiter abliefern können. Wir glauben an uns und sind konzentriert. Jo, wir sind einfach mal ganz positiv. Der dramatische Ausgleichstreffer von Marvin Stuttrucker muss für sie wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Wie wird dies ihr Team beeinflussen? Die Spieler werden aus dieser Erfahrung lernen, um nicht noch einmal einen späten Ausgleich hinzunehmen. Das tut sicher weh, aber die Spieler werden aus dieser Erfahrung lernen und als Fußballer wachsen. Mei. Glauben Sie, dass das Endergebnis durch das späte Tor des Wuppertaler SV den Spielverlauf wiedergibt? Nee. Nach Abpfiff steht auf der Anzeigetafel in aller Regel ein dem Spielverlauf entsprechendes Ergebnis. Stimmt doch nicht, ist doch Quatsch. Ich bin enttäuscht, der Wuppertaler SV hatte einfach nur unglaubliches Glück. Ich glaube, wir hätten definitiv mehr verdient gehabt. Stimmt ja auch. Also Wuppertal hat defensiv ganz gut gestanden. Wir hatten große Chancen und haben dann mit einem Sturmlauf das 2:1 erzielt. Aber trotzdem war das natürlich von den Chancen her kein verdientes Remis. So, nach Remis 5 Spiele ungeschlagen. Immerhin. Also wir starten mal wieder eine neue Serie und sind mal gespannt, was denn da jetzt noch so auf uns zukommt in der Rückrunde. Aber gegen so einen defensiv stehenden Gegner mit so langen Bällen, da haben wir gesehen, dass da unsere Mannschaft ein bisschen anfällig ist. Das wird also schwierig werden, das auch so durchzuziehen. So, Marco Müller braucht auf jeden Fall mal eine Pause, worauf ich mich sehr freue. Leon Gedecke wird auf jeden Fall in der Rückrunde zum Einsatz kommen. Also quasi
jetzt Anfang Januar. Wuppertaler SV mit spätem Tor im Glück. Trainingsplan natürlich. Wir werden nochmal das ein oder andere Testspiel natürlich jetzt auch vereinbaren. Es geht am 9.1. erst weiter. Da können wir vielleicht mal ganz kurz schauen. Testspiel arrangieren wäre ja vielleicht ganz sinnvoll, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Päuschen lassen. Hier können wir sowieso nichts machen an den Weihnachtstagen. Und dann schauen wir mal, ob wir für den 2. Januar ein Testspiel hinbekommen. Ja, mit höherer Reputation. Boah, alter Schwede. Ist aber ganz schön teuer. Fortuna Köln 2 mit sehr geringer Reputation. Viktoria Köln 2. Bringt natürlich auch ein bisschen Eintritt. Schauen wir mal, mit geringerer Reputation, da können wir uns vielleicht ein bisschen gesund schießen. Gegen die Eiche. Was haben wir sonst noch so? Saint-Quentin. RC Warchem. Spielen wir gegen RC Warchem. Ansehen, naja. Gebühr 2150, Einnahmen wären bei 9000. Das ist doch zum Warmschießen erstmal ganz gut. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Dann können wir da Leon Gedeke dann nämlich auch mal seine ersten Minuten geben. Drücken mal auf Fortfahren. Würden dann auf jeden Fall mal in das Scouting noch tiefer einsteigen ab dem 1. Januar. Da bin ich sehr gespannt, ob unsere Spieler, die wir auf dem Zettel haben, dort dann vielleicht auch ablösefrei zu verpflichten wären. Ansonsten weiß ich nicht, ob man das irgendwo einstellen kann. Vielleicht liege ich da auch falsch. Auf jeden Fall würde ich mich hier mal ein bisschen durcharbeiten. Wir sehen uns dann wieder, wenn es was Wichtiges gibt, spätestens zum Freundschaftsspiel oder eben wenn wir bei den Transfers oder bei den Vertragsverlängerungen dann natürlich auch langsam einsteigen können. Wie gesagt, Gedeke bislang der einzige Spieler, den wir dort für die neue Saison aktuell fix unter Vertrag haben. Ansonsten laufen eigentlich alle Verträge von unseren Spitzenspielern aus. So Spieler wie Caratala Jiménez, der ja, glaube ich, nur eine Auflaufprämie bekommt. Oder kriegt der sogar ein fixes Gehalt? Nee, der kriegt aktuell kein Gehalt, sondern wirklich nur eine Auflaufprämie von uns. Verbessert sich ab und zu hier ein bisschen. Dribbling 7 ist halt ein bisschen wenig, macht trotzdem einen guten Job. 10 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen, das ist ordentlich. Durchschnittswert 6,84 ist natürlich verbesserungswürdig. Aber trotzdem, das war eine gute Verpflichtung, günstige Verpflichtung. Immerhin Stammspieler beim Spitzenreiter der Regionalliga West. Muss man auch erstmal schaffen. Also ich sage Dankeschön fürs Schauen. War ein bisschen enttäuschend jetzt, das 2:2. Wie gesagt, hätte ich von der Taktik eher auch früher nochmal runtergehen müssen. Habe ich nicht gemacht, Fehler des Trainers. Und das versuchen wir in der nächsten Folge dann wieder besser zu machen.